Ein herzliches Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Heidi-Marie Wellmann und ich grüße dich. Und heute habe ich etwas ganz, ganz Spannendes vor. Und zwar werde ich heute zum Thema Neustart und Berufung sprechen. Vor allen Dingen, wie ich ganz persönlich meine Berufung gefunden habe. Du erfährst also in diesem Video sehr viel über mich persönlich, meinen Weg. Und meine Fallstricke, aber auch das, was mir letztendlich auf meinem Weg, was mich inspiriert hat, was mir geholfen hat. Und zu diesem Video wurde ich eingeladen, und zwar von Irene Fellner von Soul Sisters. Und ich möchte mich ganz herzlich für diese Einladung bedanken, diese Thematik nochmal ganz explizit aufzugreifen. Und ihr habt auch ganz wunderbare Fragen zu dieser Thematik gestellt. Und die möchte ich auch im Groben beantworten. Und ich lege gleich los mit der ersten Frage, die da lautet, ich spiele hier so ein bisschen nebendran, wie war denn dein Leben vor deinem Neustart, also bevor ich meine Berufung gelebt habe? Und dazu muss ich sagen, ich bin schon immer relativ ehrgeizig gewesen. Das heißt also, mein Leben war immer darauf ausgerichtet, etwas zu erreichen. Das war in der Schule so, weil in der Schule, da habe ich nicht wirklich mich auf schulische Themen konzentriert, eher auf andere Themen. Aber später war eigentlich schon klar, ich will Karriere machen und ich will eine Ausbildung machen, ich will studieren und richtig erfolgreich sein und Geld verdienen. Also es ging mir gar nicht so sehr um dieses Geld verdienen, was ich ja viel später verstanden habe, sondern es ging mir um Freiheit. Ich wollte frei sein, ich wollte das machen, wozu ich wirklich Lust habe und dass mir keiner etwas sagen kann und mich auch keiner irgendwie, dass ich mich nach keinem richten kann. Das heißt, und das bedeutete, wenn ich viel Geld habe, dann bin ich niemand Rechenschaft schuldig und dann kann ich ja machen, was ich will. Also so, das war im Grunde das, was mich so getrieben hat. Deswegen war es auch relativ klar, dass ich Karriere mache. Auch bin ich von zu Hause aus so groß geworden, dass nach dem Motto, wenn ich viel arbeite, dann erreiche ich auch viel, dann werde ich erfolgreich. Also diesen Glaubenssatz, viel arbeiten und viel, dass viel dabei rumkommt, Erfolg, das war ziemlich bei mir eingeprägt und es war für mich eine Wahrheit. Dementsprechend habe ich das Ganze auch gelebt. Und ich habe mich auch relativ jung selbstständig gemacht mit meiner Schwester zusammen. Das heißt, ich habe nicht lange in einem Unternehmen gearbeitet. Das habe ich getan. Ich war beim sehr großen Personaldienstleister im Bereich Personalvermittlung. Da habe ich in der Rhein-Neckar-Region diesen Bereich geleitet. Und war sehr, sehr erfolgreich, so erfolgreich, dass viele Wettbewerber auf mich aufmerksam geworden sind und ich ganz viele Angebote hatte, eben zum Wettbewerb zu wechseln. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, also wenn ich so gut bin, in meinem jugendlichen Wahn, dann kann ich das auch alleine machen. Aber wenn ich ehrlich bin, wollte ich schon immer irgendwie selbstständig sein und selbstständig arbeiten. Naja, und dann hat eins das andere ergeben und wir haben uns selbstständig gemacht, also meine Schwester und ich, mit dem Bereich Personalvermittlung. Und am Anfang waren wir auch relativ erfolgreich, aber es kam relativ schnell der Punkt, wo das eben nicht mehr so war. Und ich auch in mir den Drang verspürte, dass das nicht alles ist. Also Personalvermittlung kann ja nicht alles sein. Dann kam bei mir dazu, ich wollte Menschen viel mehr individueller begleiten. Also nicht nur dieses Matching, also jemand haben und jemand zum Unternehmen vermitteln und das war es dann, sondern es waren ja ganz viele Menschen bei mir, die gesagt haben, mein Gott, ich würde ja gern, ich suche eine Arbeitsstelle, ich suche das Richtige für mich, aber irgendwie klappt das nicht so. Und ich gab damals schon Tipps. Ja? Also bin ich ein bisschen in diesen Bereich Karriereberatung reingestolpert und habe gemerkt, oh, das liegt mir schon mehr. Also Menschen wirklich zu unterstützen, damit sie ja die Arbeit finden, die wirklich zu ihnen passt. Und damals habe ich noch von Traumjob gesprochen, weil ich gedacht habe, es gibt für jeden Menschen den Traumjob. Ja? Also auch für mich, das, was ich mache, habe ich gedacht, das ist mein Traumjob und da muss ich doch glücklich sein. Naja, ich habe damals schon gemerkt, das stimmt irgendwie nicht. Also da irgendwie ist da so ein Denkfehler drin. Und so habe ich dann angefangen, das Ganze zu hinterfragen. Und ich habe gemerkt,
Das ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt nicht so diesen Traumberuf, weil dann wäre ich ja glücklich, weil ich mache ja scheinbar das, was ich will. Aber ich habe so viele andere Interessen und habe gedacht, mein Gott, wie kriege ich das alles irgendwie hin? Also ich war nicht so wirklich glücklich. Was sich auch daran gezeigt hat, dass die Aufträge irgendwie zurückgegangen sind, weil im Bereich Vermittlung wollte ich ja nicht mehr so tätig sein. Im Bereich Karriereberatung, das hat irgendwie auch nicht so wirklich, weil ich mir gedacht habe, mein Gott, wollen wir wirklich Karriere machen? Um was geht es? Es geht um viel mehr. Und damals habe ich schon gemerkt, dass dieses Thema Berufung, das drängte sich förmlich auf. Aber was soll ich sagen, als erfolgreiche Karriereberaterin beschäftigt man sich ja nicht unbedingt oder geht auf jeden Fall nicht damit nach außen, mit dem Thema Beruf und damals eben noch nicht. Das sieht heute schon ein kleines bisschen anders aus, aber hey, wir sprechen von vor circa ungefähr 15 Jahren, ja? Also da war das Thema Berufung, naja, Mainstream war das mit Sicherheit noch nicht. Ja, das gehörte irgendwie in die ESO-Ecke und das kannst du machen, wenn du in deiner Freizeit kannst du dich mit solchen Themen beschäftigen. Aber hey, wenn wir vom Business reden, dann soll es zwar schon Spaß machen, aber Berufung und so wie ich das auch jetzt verstehe, da waren wir meilenweit davon entfernt. Also, um das Ganze kurz zu machen, letztendlich hat es dazu geführt, also dieses nicht ganz erfüllt sein, nur ein bisschen das zu machen, was ich will, wobei ich das alles noch nicht greifen konnte, hat dazu geführt, dass ich unzufriedener wurde, dass ich ganz viel gearbeitet habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich arbeite rund um die Uhr und das war manchmal auch fast so. Aber irgendwie kommt nicht das mehr heraus, was ich wirklich wollte. Und dann kam auch so dieser Wunsch, immer mehr mit diesen Themen Berufung sich zu beschäftigen, mit Spiritualität. Und bis ich den Punkt erreicht hatte, dass unser Business so gut wie brach lag, ich mich damals von meinem Partner getrennt habe, beziehungsweise wir haben uns getrennt. Mein Sohn, der war in einer sehr pubertären, sehr herausfordernden Phase. Und das war für mich sehr, sehr anstrengend, weil mein Sohn ein sehr, ja, damals hieß es, er soll Ritalin nehmen, er soll ruhig gestellt werden. Und ich habe damals schon gesagt, das geht gar nicht. Ich kann nicht mein Kind ruhig stellen, ja. Und also mich auch da mit ganz vielen Themen konfrontiert gesehen und ja, extrem zugenommen zu dem Zeitpunkt. Damals hatte ich irgendwie auch so über 110 Kilo und ja, also es war ganz viel in meinem Leben, was mich richtig gebeutelt hat. Bis zu dem Punkt, wo ich einfach gar nicht mehr ein und aus wusste. Ich hab gerödelt, gearbeitet und irgendwie kam ich auf keinen grünen Zweig. Und das war für mich das Drama schlechthin und ich wusste wirklich nicht mehr weiter. Und es gab Tage, da hatten wir noch nicht mal Geld, damit wir die nächste Miete bezahlen, geschweige denn ja irgendwie Essen kaufen. Also wirklich, es gab Zeiten, da hatten wir nur ein paar Cent auf unserem Konto, ja. Und ich dachte, es kann einfach so nicht weitergehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, bewusster rauszugehen in die Natur. Am Anfang war das so, dass ich wusste nicht wohin und bin einfach rausgegangen in die Natur, bin gerannt, ja, soweit es mir möglich war und habe in die Natur wirklich genutzt und auch geschrien und meine ganze Wut dort gelassen, meinen ganzen Zorn. Und das war auch eine, weil das ist eine der nächsten Fragen, was mir geholfen hat in dieser Phase zum Thema Berufung auch mehr das wirklich wahrzunehmen. Das war wirklich, dass ich die Natur ist für mich der beste Therapeut ever. Und ich habe mich damals war ich wirklich jeden Tag draußen und das bin ich heute so gut auch heute noch. Und aber da habe ich das bewusst angefangen und habe gemerkt, dass ich während dieser Zeit, dass ich immer mehr zur Ruhe komme, also dass mir das geholfen hat, das draußen zu sein, das zu rennen, das auch zu schreien und wirklich auch draußen zu heulen, also wirklich auch alles loszulassen. Und da mir damals so viel, weil ich so viel um die Ohren hatte, war auch eins der wesentlichen Punkte, die ich damals erkannt habe für mich, dass es nichts nützt, wenn ich mir Gedanken mache, was ich alles noch machen muss, und dass wir noch keine Aufträge haben, dass es nicht funktioniert. All das hat mich wirklich gestresst. Und ich habe gesagt, okay, ich gucke immer nur, was heute ist, was heute ist, was heute ist, was ich heute machen kann, und habe angefangen,
immer bewusster im Hier und Jetzt zu sein und ich habe das dann so für mich definiert, den nächstmöglichen Schritt zu machen. Und danach lebe ich heute noch. Ich mache immer den nächstmöglichen Schritt. Ich habe ein Ziel, eine Herzensvision. Ja, die ist irgendwie ganz, ganz groß. Aber wenn ich mich nur darauf konzentrieren würde, würde ich durchknallen wahrscheinlich. Ja? Viel spannender ist es wirklich, nach innen zu hören, und da war ich damals gezwungen, wirklich durch diese alle Unstimmigkeiten, die sich mir im Außen gezeigt haben, war im Grunde nichts anderes wie der Spiegel, was alles nicht stimmig ist. Es ging nämlich darum in dieser Phase, dass ich nicht Karriereberaterin bin. Ich wollte das ja im Grunde ja auch gar nicht, weil es viel zu sehr an der Oberfläche gekratzt hat. Personalvermittlerin, all das wollte ich nicht mehr sein. Aber ich habe mich nicht getraut, zu schauen, was steckt wirklich dahinter und was geht es wirklich. Ja? Und es geht und geht mir heute immer noch darum, Menschen wirklich wahrhaftig zu begleiten, dass sie ihr inneres Potenzial erkennen, dass sie ihre innere Wahrheit wirklich wahrnehmen. Darum geht es mir. Ja? Also in die Tiefe zu gehen und das sich einzugestehen, diesen Weg zu gehen, das war's. Und diese ganzen Dramen, diese ganzen Situationen im Außen, die haben mich nur, ja, zu mir selbst geführt. Weil Drama ist im Grunde nichts anderes wie der Wegweiser zu den Themen, die noch nicht im Reinen sind. Und die zeigen, also das Wegdrücken, das habe ich ja auch probiert, exzessiv. Ich will das nicht sehen. Ja, aber was ist geworden? Es ist immer schlimmer geworden. Die Finanzen sind immer dramatischer geworden, die Aufträge brachen weg, die Beziehung war mehr als angespannt und so weiter. Und ich habe sehr lange das Ganze weggedrückt, weil ich gedacht habe, ich muss funktionieren. Ich muss das aber so, ich muss doch erfolgreich sein mit dem, was ich mir vorgenommen habe. Das hat doch vorher auch funktioniert und ich war doch so erfolgreich. Es gab doch so viele, die sogar scharf darauf waren, die haben horrende Beträge bezahlt, nur um mir ein Angebot zu machen, damit ich zu ihnen komme. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass die Heidi, ja, die gleiche, jetzt irgendwie hier sitzt und nichts mehr hat. Das kann doch irgendwie nicht sein. Aber ich kann nur noch mal wiederholen, das waren alles Wegweiser, die mir zeigten, du musst in Anführungsstrich genauer hinschauen. Das ist nicht dein Lebensweg. Karriereberaterin ist nicht dein Lebensweg. Es war der Weg. Ja, es war wichtig für mich, Personalvermittlerin zu sein, Karriereberaterin zu sein, Betriebswirtschaft zu studieren, Psychologie zu studieren, all das war wichtig auf meinem Weg, aber es war nicht die Endstation. Es waren einzelne Schritte, der Weg an für sich. Und genauso ist es auch, wenn wir beim Thema Berufung sind. Viele glauben, es gibt diesen Punkt, diesen einzelnen Punkt. Bei mir war es mehr oder weniger ein Punkt, der sich zugespitzt hat, aber nichtsdestotrotz war es auch ein Weg. Und es ist nicht so, dass du einen Erleuchtungsmoment hast und ab dem nächsten Tag lebst du dann deine Berufung auch im beruflichen Kontext. Davon dürfen wir uns frei machen von dieser Vorstellung. Wir dürfen uns auf den Weg begeben. Wir dürfen diese Entdeckungsreise, wir dürfen anschauen, was uns wirklich antreibt, was wir wirklich wollen. Detektiv spielen und schauen, all das Wunderbare, was in uns ist, all diese wunderbaren Visionen, all diese Ideen, all das zusammenzubringen und sich zu erlauben, das nach außen zu bringen. Auch die Einzigartigkeit. Es gibt viele Menschen, die zu mir kommen und ich kenne viele Menschen, die einfach so viele Ideen haben, so viele Talente, so viele Begabungen, auch die sogenannten vielbegabten Scanner-Persönlichkeiten. Und gerade die glauben zum Beispiel, mein Gott, ich habe so viele Interessen, was ist es denn jetzt? Ich kann mich doch nicht für eine Sache entscheiden. Und was ist, wenn das Falsche ist? Im Übrigen, es kann nichts Falsches sein, es ist alles dein Weg. Ja? Und je mehr du dir erlaubst, diesen Weg von innen nach außen zu gehen, also dich wahrzunehmen und zu schauen, was wirklich deine Einzigartigkeit ausmacht. Ja, das ist eigentlich das Spannende, das ist das Besondere. Nicht die Kopie, die tausendste Kopie zum Beispiel von irgendjemand, den du besonders toll findest. Das höre ich immer, ich habe vor kurzem ein Video gemacht mit der Thematik Vorbilder. Ich will kein Vorbild sein. Ich möchte höchstens eine Inspirationsquelle sein. Aber es nützt doch nichts, wenn wir jemanden sehen, mein Gott, ja, die macht es total und so will ich sein. Nein, ganz ehrlich, du willst so im Grunde so sein, wie du wirklich bist. Aber es geht darum, das anzuerkennen und dich zu trauen, dich so zu zeigen, wie du bist. Das habe ich damals auch machen müssen. Ja, damals war das Thema Berufung ja überhaupt noch nicht Mainstream. Und ich musste, aber es gehörte zu meinem Weg, damit nach außen zu gehen. Und weil ich das getan habe, konnten das tausend andere Menschen auch machen. Deswegen sitze ich hier. Deswegen kommen wirklich so viele Menschen zu mir
und schauen und arbeiten auch an ihrem eigenen Weg, weil ich damals die Entscheidung getroffen habe. Und so ist es immer, wenn wir unsere wirkliche Berufung leben wollen, dann ist es so, dass wir nicht drum herum kommen, immer mehr uns nach innen zu bewegen, unsere innere Stimme wahrzunehmen und ihr zu vertrauen und ihr zu folgen und das nach außen zu bringen, was da ist. Und im Grunde ist es so, wenn du deinen Platz einnimmst, in deinem Leben, also in deine Kraft, in deine Macht kommst, damit löst du etwas aus. Du bist nicht nur für dich, ja, das hat nicht nur Auswirkungen auf dein Leben, sondern es hat Auswirkungen auf das Leben von den Menschen in deinem Umfeld, ob im großen Stil oder im kleineren Stil. Ja, bei mir ist es so, ich stehe eher in der Öffentlichkeit, also es betrifft es viele Menschen, die ich inspiriere. Aber das ist nicht der einzige Weg. Das kann auch sein, dass du das nur in deinem kleinen Umfeld, aber das hat immer Auswirkungen. Und ich glaube sogar, wenn wir uns erlauben, unseren Platz einzunehmen, also unsere Einzigartigkeit anzuerkennen und diese zu leben, dass wir dann unserem Umfeld überhaupt die Möglichkeit geben, theoretisch und auch praktisch, dass sie selbst in ihre Kraft, in ihre Macht kommen. Und dadurch, ich habe mal ein Video zu dem Thema Berufungswelle gemacht, ja, dadurch lösen wir wirklich eine Berufungswelle aus. Aber nur, wenn wir das bei uns selbst anerkennen, wenn wir uns trauen, wirklich unseren eigenen Weg zu gehen und uns es doch wirklich erlauben und uns damit beschäftigen, was uns daran hindert. Weil im Grunde sind es nur Glaubenssätze, Muster und so weiter. Und wir können uns da genauer hinschauen. Ja? Was hindert uns wirklich? Was hindert mich wirklich, meine Berufung zu wahrzunehmen, sie zu leben? Ist es Geld? Hey, dann schau dir das Thema genauer an. Es geht nicht um das Geld, es geht um das dahinter. Ja? Auch dazu habe ich schon das ein oder andere Video gemacht. Aber es ist so spannend und ich glaube sogar, wir kommen an diesem Thema Berufung gar nicht vorbei. Warum? Ganz einfach. Wenn wir nicht unserem inneren Ruf folgen, was bedeutet das in der Konsequenz? Es bedeutet in der Konsequenz, dass du dem Ruf von den anderen folgst. Ja? Und somit lebst du nicht dein Leben, nicht dein Potenzial. Und ich glaube, das ist die Meisterklasse für uns alle, dass wir anerkennen, dass wir ein dreiteiliges Wesen sind, Körper, Geist und Seele. Und wir haben eine Seele und unsere Seele führt uns. Aber wenn wir nie nach innen schauen, wenn wir nie nach innen hören, dann nehmen wir sie überhaupt nicht wahr. Und so war es bei mir damals auch. Also meine Seele musste, die hat mir natürlich Signale gegeben. Ich hatte dieses Gefühl, das ist nicht alles, ja, das ist mit dem Traumjob, das ist nicht der richtige Weg und es gibt noch viel mehr. Aber ich habe es nicht wahrgenommen. Ich habe gedacht, naja, okay, ich bin Karriereberaterin und genau das mache ich und das kann ich und dann da halte ich Vorträge und da mache ich Workshops, da mache ich Coachings und das ist genau das Richtige. Also habe ich da auch hart daran gearbeitet. Wir haben sogar damals, wir waren eine der ersten Unternehmen, die auch dieses Thema Outplacement, wenn es jemand etwas sagt, da wird man bezahlt von Unternehmen, also als Karriereberater, als Outplacement-Berater, dafür bezahlt, dass man Menschen unterstützt, dass sie in eine neue Stelle. Wir waren damals eine der ersten, die das, wie gesagt, gemacht haben. Der erste Auftrag, den wir in die Richtung hatten, das war, das hat damals meine Vorstellungskraft gesprengt. Wir haben einen Auftrag bekommen von einem Unternehmen und sie zahlten uns 20.000 D-Mark dafür, dass wir hier also einen ehemaligen Mitarbeiter begleiten, damit er eine neue Arbeitsstelle findet. Und ich habe gedacht, mein Gott, genau das ist es, ja. Aber das war nicht alles. Und wie gesagt, im Außen wurde mir immer wieder gezeigt, durch die Dramen, durch die Situationen, durch das Wegbrechen von Geld, durch das Wegbrechen von Beziehungen, durch dieses, ja, all das, was ich im Innen durch diese leise innere Stimme nicht wahrgenommen habe, kam mit einer Wucht von außen. Ja? Aber im Grunde ist es nichts, ist es das Gleiche. Deine innere Stimme zeigt sich nur durch die äußeren Situationen. Und all die Dramen, all die Probleme, all die Herausforderungen, die da draußen sind, die zeigen dir deinen Weg. Die Frage ist nur, erkennst du das an oder sagst du, nee, ich muss jetzt diesen Weg gehen, das ist der richtige. Und in dem Zusammenhang möchte ich noch eine Sache sagen, weil es für mich auch, weil ich das beste Beispiel dafür war. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Berufung zu beschäftigen, auch damit nach außen zu gehen, gab es diese Begrifflichkeit Berufungscoach noch gar nicht. Ich habe diesen Begriff sozusagen mitgestaltet, weil ich diesen Weg gegangen bin. Warum sage ich das? Nicht, weil ich angeben möchte, sondern weil viele Menschen, wenn es um das Thema Berufung geht, sagen, ja, ich habe da was. Und aber das, was ich da machen möchte oder das, was ich kann oder
das wird ja nicht wirklich gebraucht. Und es gibt auch keinen Beruf. Für Liebsein gibt es keinen Beruf. Ja? Oder für die Natur erkunden gibt es keinen Beruf oder wie auch immer. Und wir limitieren uns schon so, dass wir sagen, okay, es gibt da draußen das nicht. Aber ganz im Gegenteil, es ist meine persönliche Erfahrung. Ich darf diese Thematik schon über 15 Jahre und auch im Begleiten schon dann fast 20 Jahre machen. Doch es ist genau umgekehrt. Wenn wir uns erlauben, in unsere eigene Kraft zu kommen, uns zu zeigen und auch diese Berufe, die es noch gar nicht gibt, da hinein sich zu bewegen, ja, wie zum Beispiel bei mir in diesem Bereich Berufungscoach, dann ziehst du auch genau die Menschen an, die genau das brauchen. Und es wird gebraucht, sonst wäre es nicht in dir angelegt. Also wenn du bereit bist, deine Fähigkeiten, deine Talente, deine Begabungen, sie anzuerkennen, sie wahrzunehmen, anzuerkennen, damit nach außen zu gehen, in welcher Form auch immer, dann ziehst du genau die Menschen an, die genau das dich mit deinem Besonderen, mit deiner Einzigartigkeit brauchen. Das ist, es kann gar nicht anders sein, sonst wäre es nicht in dir angelegt. Das wäre ja Verschwendung der Natur. Nur die Natur verschwendet nichts. Und die Natur hat dich, ja, uns alle kreiert. In Anführungsstrich. Und deswegen gibt es auch jemand, mehrere, die genau das brauchen. Und wenn wir uns das mal klar machen, dann wird uns klar, wie groß dieses Thema überhaupt ist. Es geht immer um Berufung. Es geht immer darum, dem inneren Ruf zu folgen. Und dann ist glücklich sein, erfüllt sein, das sind dann keine so Schlagwörter, sondern es ist wirklich gelebte Realität. Ja? So, jetzt spicke ich mal ein kleines bisschen mit den Fragen. Ich habe jetzt einfach mal erzählt, aber so wie ich das jetzt so sehe, bin ich so ziemlich auf alle Fragen eingegangen, mehr oder weniger im Erzählen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das Thema Berufung nicht nur als Luxusgut siehst und nach dem Motto, es wäre schön und bei anderen funktioniert es. Hey, wir haben alle einen inneren Ruf und wir haben alle eine bestimmte Mission, etwas, was wir in diesem Leben auch machen wollen. Und wir haben auch die Fähigkeiten dazu. Und in dem Zusammenhang abschließend möchte ich dir noch etwas ans Herz legen oder etwas sagen, was mich sehr, sehr lange begleitet hat und was für mich wie ein Mantra, ein Antrieb, wie auch immer war. Und zwar der Spruch, niemals wird dir ein Wunsch gegeben, ohne die Möglichkeit, diesen zu verwirklichen. Diesen Spruch hatte ich, keine Ahnung, 10, 15 Jahre an meinem PC kleben. Und der war so tiefgreifend für mich und hat für mich wirklich mein ganzes Leben an meinen ganzen Konstrukten, Gedanken und so weiter gerüttelt. Weil wenn ich mir das wirklich klar mache, dass wenn ich wirklich einen Wunsch in mir trage, also wenn er wirklich da ist, also diese leise Stimme, wenn du dir etwas wirklich von Herzen wünschst, dann hast du auch definitiv die Möglichkeit, dies wirklich zu verwirklichen. Ja, und also es ist wichtig, dass wir genau dem folgen, also schauen, was ist in uns und was möchte nach außen. Ja, und genauso ist es bei der Berufung. Also wünsche ich mir von Herzen, dass du deine Berufung lebst zu deinem Wohl und letztendlich zum Wohl der Allgemeinheit. Dafür danke ich dir schon mal aus tiefstem Herzen. Also bis dann. Tschüss.